Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich komme heute dem letzten Wunsch von euch nach. Ich habe ja am Anfang des Jahres mal gefragt nach euren Wünschen, was ihr gerne sehen möchtet. Und das ist jetzt das Wunschthema Vellum, also Transparentpapier und filigrane Stanzteile. Wie kriegt man die am besten auf die Karte oder aufs Projekt? Und ich habe hier drei Beispiele mit Vellum. Hier habe ich zum Beispiel ein Herz ausgestanzt. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Distressed Oxide Hintergrund. Und ja, ich kann ja schon mal sagen, wie ich es gemacht habe, damit man eben halt nicht die Fläche, die Klebefläche sieht bei Vellum. Transparentpapier, ich nenne es jetzt einfach Vellum. Und zwar mache ich das immer so, da wo die Schrift ist oder das große Motiv ist, da kommen bei mir Klebepunkte drauf oder Flüssigkleber. So, hier habe ich meine große Rolle mit, ich glaube 2000 Klebepunkte sind da drauf. Das sind kleine runde Punkte, kann man das erkennen, ein bisschen vielleicht. Kleine runde Punkte, die ich dann da drauf setze und versteckt. Und dann sieht man das halt einfach nicht mehr, dass das dann so geklebt ist. Genau, das wäre zum Beispiel eine Variante, wie man das machen kann. Dann habe ich jetzt zum Beispiel diese Variante gemacht mit Isabel Christina Stamps. Da wollte ich das ganz gerne ausprobieren. Der Spruch soll dann auf dem Transparenzpapier schon sein, auf dem Vellum sein. Das habe ich einfach so ausgedruckt, ein bisschen in die Sonne gelegt, dass es gut trocknen kann, dass mir das nicht verwischt. Und habe dann so einen Rahmen hinter, also hier vorgemacht und das Vellum habe ich an den Rahmen festgeklebt. Wir machen das gleich mit so einer Karte und dann zeige ich euch das, wie das beides sozusagen gemacht ist oder ähnlich gemacht ist. Und dann habe ich hier im Hintergrund Aquarellpapier mit Distress Oxide eingepitchert und das Motiv ist oben drauf und auch die Pailletten sind nochmal als Zinkkorb oben drauf. Dann habe ich hier die Shaker-Karte. Ja, das ist immer ein bisschen, finde ich, ein bisschen schwierig, das so hinzubekommen, dass die Pailletten nicht am Rand immer nur rankleben. Das habe ich bisher immer so gehabt und das hat mich sowas von genervt. Das glaubt kein Mensch, weil das immer schrecklich aussieht. Und jetzt habe ich das echt so gemacht. Ich habe das Vellum bedruckt. Have a Fruity Summer. Und das habe ich hier doch auch schon irgendwo liegen. Ja, hier habe ich es schon liegen. So habe ich es mir halt ausgedruckt. Und wir machen auch das mit dem Rahmen so. Und den Rahmen habe ich, glaube ich, auch schon fertig. Sekündchen. Hier, das ist der von Crafting des Adivas. Den habe ich schon einmal ausgestanzt, aber noch nicht rausgeholt. Dann machen wir das gleich immer zusammen. Und ich habe das dicke Foam-Tape von Action sonst immer genommen. Und da bleiben die Pailletten immer hier oben an irgendwo hängen und kleben. Und das ist nicht schön, das macht nicht so viel Spaß. Und dann habe ich mir so ein Foam-Tape geholt, was dünner ist und was an den Seiten nicht klebt, sondern dass man so abmachen kann und da ist es auch beweglich und da bleiben die Pailletten eben am Rand nicht kleben. Also das, wie gesagt, ist was Neues, habe ich bei Amazon bestellt. Es gibt bestimmt auch ganz viele Basteläden, die das haben, wusste jetzt aber nicht, wie das heißt. Ich kann euch auch nicht sagen, wie das heißt, das habe ich durch Zufall irgendwie gesehen. Da ist kein großer Name oder so drauf, es ist No Name, keine Ahnung, weiß ich wirklich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber schön dünn und es klebt hier an der Seite nicht. Das war mir wichtig, damit die Pailletten da drin auch gut zur Wirkung, zur Wirkung kommen können. Ich habe mir diesmal aus diesem Set ein kleineres Motiv ausgesucht. Entweder setzen wir das hier oder hier hin oder so mit drauf. Das können wir auch machen. Die Karte werden wir aber gleich erst gestalten. So, und dann habe ich noch eine andere Idee mit euch vor, da mussten wir noch einen von den Pandas zu Ende kolorieren. Ich habe hier Aquarellpapier und schwarzes Cardstock-Papier schon vorbereitet. Ein Streifen Vellum. Man kann auch zum Beispiel, wenn man jetzt einen dunkleren, also einen farbigen Hintergrund hat und man möchte einfach nur so einen Hinkacker machen, dann kann man das so machen, dass man das hier so einknickt und auf der Rückseite mit Klebeband zum Beispiel
auf der einen Seite dann Klemme rausmacht, raufdrückt und hier das rauf macht und auch nach hinten drückt, dann hat man auch nochmal so einen schönen Hingucker. Man kann es bestempeln, man kann es embossen, das Motiv drauf bringen. Deswegen hatte ich überlegt, vielleicht schaffen wir das gleich noch, dass wir eine machen mit dem Motiv und das so. Wenn man Vellum hat, man kann es gerade schneiden, man kann es mit Lineal reißen, dann hat man unebene Konturen. Das funktioniert auch. Deswegen das ist aber dann unser zweiter Plan, den wir da so haben. So, wollen wir erstmal mit Vellum weiterarbeiten. Okay, so, ich habe mir das schon zurechtgeschnitten, vorbereitet, damit das Video jetzt nicht zu lange wird. Ja, ich hätte den Spruch auch ein bisschen höher legen können, aber nur ist es so, bevor ich das 200 Mal ausdrucke, das müsst ihr euch dann vorher überlegen und schauen, wie es funktioniert. Ich bringe jetzt überall eine ganz dünne Schicht Tombow drauf. Tombow ist ja mein Kleber des Vertrauens, wie man immer so schön sagt. Damit habe ich am wenigsten Schwierigkeiten zu arbeiten. Und ich klebe dann jetzt das, vorsichtig lege ich es hier drauf, sodass das gut, ich hoffe man kann das in der Kamera gut sehen, dass man das jetzt so gut feststreifen kann mit dem Falzbein. Vielleicht sogar so. Darauf achten solltet ihr, kann auch mal passieren, das ist gar nicht böse gemeint, dass man die Schrift so rum hat, spiegelverkehrt. Na? Das kann halt auch mal passieren, deswegen nur dieser Tipp. So. Und jetzt überlege ich gerade, wie möchte ich das noch mit Tiefnadel da haben. Mache ich so. Die Karte hier muss ich noch ein bisschen kürzen. Das ist die Stanze von den Amerikanern, also von Crafting Desertivas. Das ist immer ein kleines Stück kleiner. Und das sieht dann irgendwie nicht ganz so nett aus, wenn ich die Karte da nicht kürze. Das mache ich aber Pi mal Auge. Das ist dann mal, wenn ich einen Spruch drauf stempeln möchte oder so, dann habe ich da immer mal das Kugel zur Seite, das behalte ich für mich. So, ihr Lieben, jetzt haben wir das soweit fertig. Und jetzt möchte ich, die Pailletten können wir ja schon mal so hinlegen. So, dafür habe ich die von Action und ich verwende diese drei, weil ich das ganz schön finde, wenn das auch unterschiedliche Rottöne sind, so Knallrot, Mittelrot und ja, diese hier. Ich weiß gar nicht, was für eine Farbe das ist. Die gefällt mir aber richtig gut. So. Das haben wir schon gemacht. Das muss jetzt einfach in der Mitte liegen bleiben. Und jetzt nehme ich mir so Streifen vom Foam-Thema. Es muss ja, die Pailletten müssen ja hin und her schwingen können. Und lege das hier so an, dass man das von vorne nicht sehen kann, dass hier Foam Tip unter ist. Ich kann es jetzt nicht besser ausdrücken, ihr seht das aber, wie ich das meine. So. Hier kommt unsere erste Kurve. Das ist super schön, wenn das so ein dünnes Foam Tip ist. Es gibt auch so ein mit grün-weiß im Hintergrund. Das nehmen die ganzen Amerikanerinnen und so. Ich weiß aber nicht, wie das erstens nicht, wie das heißt und zweitens, wo ich es kriegen könnte. Deswegen behelfe ich mich mit diesem hier und das gefällt mir auch sehr gut. Und jetzt legen wir einfach so einen Rand drumherum. Die Schutzfolie bleibt auf der einen Seite noch drauf. Das mache ich erst hinterher ab, wenn ich alles durch habe. Und hier auch wirklich Kante an Kante legen, sodass keine Paillette, Glitzer, wenn man ja auch jetzt Glitzer zum Beispiel drauf macht, dass kein Glitzer, keine Paillette irgendwie verloren gehen kann. So, mal gucken, ob wir schneiden müssen. Jo, wir müssen schneiden. Da ganz fest anlegen. Und hier müssen wir einmal gucken. Mit meiner Klebeschere. Ich muss mal eine neue Klebeschere überlegen. So. Und das muss jetzt wirklich, das darf halt nichts überstehen. Das darf nichts, keine Lücke sein. Und ich finde, wir haben das ganz gut hinbekommen. So, so sieht das Ganze jetzt geklebt aus. Jetzt
drücke ich es nochmal schön ran, dass ich es auch wirklich auf allen, auch hier in den Kurven, dass es ganz gut hält. Und dann wird die Schutzfolie schon abgezogen. Ich liebe Shaker-Sachen nämlich. Aber wenn die Pailletten immer nicht so wollen, wie ich möchte, und Vellum mag ich ja auch sehr gerne. Man kann auch Folie, man kann anstatt Vellum kann man natürlich auch Folie verwenden. Aber ihr hattet ja den Wunsch, was kann ich alles mit Vellum vielleicht machen. Für Lesezeichen kann man das auch machen, so als kleinen Schimmer davor. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Ohne Pailletten jetzt, ne? So, jetzt hänge ich da meinen Finger dran. So. Alles ab. Gut. Jetzt ist die große Kunst, die Pailletten in der Mitte zu behalten. Und überall das jetzt so rauf zu bekommen, dass es gerade ist. Das ist bei mir manchmal ein bisschen, deswegen nehme ich so gerne die Tombow, weil ich daran nicht so die Stärkste bin. Weil man kann das dann nicht mehr so gut wieder abnehmen. Aber hier hat das geklappt. Also mit dem bin ich mehr als glücklich. So, Shaker funktioniert. Und jetzt mache ich mir hier noch so ein Foamtape drauf. Also normalerweise nehme ich immer diese Rolle. Wo habe ich sie da? Sekunde, die muss ich verteilen. So, und dieses hier, das ist hier von Action. Davon habe ich viele Rollen hier. Verwende ich auch ganz gerne. Aber diese hier habe ich noch länger und die müssen auch mal verwendet werden. Und manchmal sind die gar nicht schlecht, weil es so Stücke sind. So, und jetzt finde ich, macht sie sich da ganz gut, dieses Häschen mit Wassermelone. Ich habe diese roten Pailletten verwendet, weil ich ja die Wassermelone als Motiv genommen habe. Hier seht ihr, sind andere Grün- und Gelbtöne. Wenn ich jetzt ein anderes Motiv haben wollte, dann hätte ich da natürlich auch andere Farben für verwendet. So, und jetzt das nochmal so gut aufsetzen, dass ich damit zufrieden bin. Ich hätte es auch unten in die Ecke setzen können, aber seht ihr, die Pailletten lassen sich gut shakern. So soll es perfekt sein. Und durch das Vellum wirkt es nochmal ein bisschen interessanter. Mit Folie ist es natürlich sehr durchscheinend, was ja auch nicht schlimm ist. Aber ich finde das mit Vellum wunderschön. So, dann haben wir jetzt noch diese Variante. Und ich finde, wir könnten den Streifen jetzt nochmal ein bisschen ungerade machen. Das mal. Seht ihr das? Das sieht dann gleich viel netter aus. So. Muss nur das Lineal festhalten. Meine Nägel sind immer so lang. Komme ich auch echt, muss ich langsam aufpassen, dass ich sie mal wieder kürze, dass ich dann besser basteln kann. Und auch manchmal den Rotton rutscht manchmal auch mit drauf. Das muss auch nicht sein. So. Hier haben wir einen kleinen Hinkefuß drin. Ja. Den hätte ich gerne aber noch weg. So viel Zeit muss sein. Normalerweise funktioniert das mit meinem Fingernagel von dem Zeigefinger ganz gut. Weiß auch nicht, warum der Moment so muckt. So, jetzt haben wir hier ein Kartenrolling. Ja, ich habe 8,5 mal 12,3 und 9 mal 13,2 oder 13,3 verwendet. Und ich überlege gerade, den schwarzen Hintergrund habe ich jetzt, weil der Panda ja schwarz ist. Und ich überlege gerade, es geht ja einfach nur ums Vellum, dass ihr es einmal seht, ne? Geht es am schnellsten, wenn wir ein bisschen pitchern. Das trocknet dann auch am schnellsten. Und zwar, damit das Vellum eben so schön zur Geltung kommt, es nützt mir nichts, wenn ich so ein helles Papier habe und das Vellum kommt da nicht zum Geltung, dann brauche ich das ja eigentlich auch gar nicht draufbringen. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir ein mal wieder Lieblingsfarbe, grün-blauen Hintergrund. So. Und jetzt wird das einfach in die Farbe gepumpt, bis ich denke, dass das gut aussieht. Boah, schöner Mix, damit es auch gut zur Geltung kommt. So.
hier fehlt noch ein bisschen Farbe. Jo. Und dann nehme ich mir wieder ein bisschen Papier, tupfe das Ganze ab. Meinte ich, das war gut hier. Hätte ich noch gut verwenden können für ETC-Hintergründe, ne? So. Das ist ja nur als Beispiel gedacht. Deswegen tupfe ich das ab. Normal würde ich das jetzt in die Sonne legen und abwarten, aber Kamera an und aus. Das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Gut, jetzt haben wir den Hintergrund. Okay. Obwohl, wir hätten das gar nicht abtupfen brauchen. Ich hätte ja kolorieren können. Egal, das sieht trotzdem gut aus. Und wenn man das jetzt davor macht, man kann dann auch nochmal mit so einem... Das Band ist ein bisschen kurz, aber das könnten wir zum Beispiel nochmal drauf machen da nachher. Oder von hinten nach vorne eine Schleife drauf machen. Behalten wir dabei. So. Und jetzt warte ich noch einmal mit den Sticks, mit den Triebländer kolorieren. Und ich nehme, glaube ich, dieses Motiv. Das ist aber zweimal da. Wir nehmen das Motiv. Und wir hatten dafür diesen und den Gelbton. So, dann trocknet das jetzt erstmal in Ruhe auf. Und wir machen dann eben schnell die Koloration mit dem Kleinen hier. Gut. Mittel. Bei der Koloration haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das macht ihr dann so, wie ihr meint. Hältst du. Ja. Das macht der Hund, ne? Die Geräusche nicht wundern. Gut. Und dann haben wir hier das Gelb. Das ist hell, das ist dunkel. Zuerst das Dunkle. Da, wo ich das ein bisschen dunkler haben möchte, mache ich das schon mal. Und dann nehme ich ganz hell, dass es ein bisschen mehr Kontrast da ist. Und jetzt nochmal dunkel drüber. So. Das Motiv ist jetzt einfach nur ausgeschnitten. Jetzt habe ich keinen Spruch dazu. Guck mal, habe ich hier in der Nähe irgendwas liegen. Meine neuen Stempel habe ich hier alle noch gar nicht wegsortiert, sondern die liegen hier, um sie mal zu verwenden. Sekunde, ich habe noch was von, da ist einer bestimmt dabei, von Stamp Corner. So, jetzt einmal fix ausschneiden. Also mit Vellum kann man echt, wie gesagt, embossen, bestempeln, bedrucken. Man kann es auch einfärben. Ja. Und ich finde, das ist immer ein schöner Hingucker. Und das mit der Schleife finde ich ganz gut, dass wir das machen. Ist ein Naturband, man könnte natürlich auch ein gelbes Band nehmen, weil das ja am Geschenk auch so ist. Aber es ist ja hier nur ein kurzes Beispiel, dass man mal weiß, wie man mit Vellum, was kann man mit Vellum machen, wie klebe ich es auf, wie sieht das optisch gut aus, dass man die Klebepunkte oder Klebeflächen nicht sieht. Selbst wenn ich jetzt Tombow nehmen würde auf das Vellum, das würde man ja auch sehen, wenn es abtrocknet, obwohl es transparent auftrocknet. Mag ich das halt lieber, wenn man das nicht sieht, sondern entweder unter Motiv versteckt ist oder auf der Rückseite der Karte, so wie wir das jetzt hier gleich machen. Das hat was, finde ich. So. Und das können wir jetzt halt noch nicht zusammenkleben, weil ich ja erstmal das Vellum draufbringen will. Und dafür nehme ich den Streifen. So, es muss natürlich auch gerade hingelegt werden. Das ist dann, das messe ich dann immer gleich. Ich habe immer 1 mm Unterschied. Und jetzt brauche ich das Lineal.
Und guck, wie das ungefähr hinkommt. 1,1, 1,2. Habe ich das nicht immer gesagt? So muss ich es jetzt festhalten, umdrehen, wieder ein bisschen Kleber drauf bringen. Wer keine Maus verwendet, kann auch Flüssigkleber oder doppelseitiges Klebeband verwenden, so wie man das möchte. So. Das ist zu kurz. Schade, ich mag das gerne, wenn das nicht nur einmal da ist, das Band, sondern wenn das zweimal rumgebunden wurde. Ich habe jetzt auch kein anderes. Doch, ich habe doch noch eins mit schwarz-weiß, das würde sogar noch besser passen. Weil es ja sich um einen Panda handelt, der schwarz-weiß ist. Also im Prinzip. Okay, das ist ein bisschen länger. So, komm schon. Ich habe mir überlegt, da den Panda, dann muss ich da die Schleife machen. Also macht auch jeder so, wie er möchte, ne? Geschmackssache. So, damit die schön runterliegt. Nicht, dass ich das zu stramm mache. So. Am besten wären noch drei Runden gewesen, aber egal. So, entweder macht man jetzt eine Schleife oder man schneidet es einfach so ab. So. Und jetzt kann man das Ganze hier drauf kleben. Und wenn man die Karte so ein bisschen knickt, dann seht ihr schon, dann ist das Bild noch nicht so hoch. Wenn einem das aber nicht so gefällt, dann kann man, wenn man das Motiv jetzt zum Beispiel hier drauf setzt, kann man hier unter einen Tropfen von einem Tombow geben oder einen doppelseitigen, hier so einen Klebepunkt nehmen. So, ich möchte auch, dass das Band nicht hin und her rutscht, deswegen klebe ich da auch, mache ich da auch ein bisschen Kleber drauf. Durch das Band kann ich jetzt hier, ich könnte jetzt vielleicht noch was drauf stempeln. Also man könnte es hier noch machen, aber jetzt habe ich es, wie gesagt, festgeklebt. Und dann kommt es auch auf die Karte rauf. So. Pi mal Auge und wo ist mein Lineal? Hier. Hier unten haben wir dann drei. Und hier, oh ja. Jetzt habe ich zu lange gewartet. Das ist immer nur dann, wenn die Kamera an ist, dann funktioniert das bei mir immer so, dass ich das dann auch schief aufklebe, sonst bin ich immer schneller mit dem Abziehen, dass es sich nochmal verändern kann. So, gut. So, da kommt das Motiv rauf, dann mache ich mir hier ein bisschen einen kleinen Punkt. Güte. So, jetzt einen kleinen Fleck von dem Tombow und dann gibt es dafür verdecken wir das und dann suche ich mir noch einen Platz für einen Spruch. Happy Birthday, habe ich da nicht Beine? Nee. So geht das. Ich lege mir das immer erst hin, bevor es so richtig ernst wird. Viele liebe Grüße, hallo Sonnenschein. Du bist mein Herzensmensch, bleib wie du bist. Bleib wie du bist. Ein Geschenk, also das Geschenk hätte ich vielleicht doch in grünlich blau machen sollen. Ne? Naja, dann ist es so. Auch die Höhe hier gefällt mir irgendwie noch nicht so. Das ist so rund drunter. Nee. Naja, gut. Es ist dann nur mal, dass ich euch zeige, wie das mit dem Rellum funktioniert. Ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht, wie ich das kein Muster darf.
Normal mache ich ja immer ein Muster, damit ich weiß, auf was ich mich da einlasse. Habe ich hier nicht. Das ist einfach zauberhaft. Kann man auch stempeln. Haben wir noch was Kleines. Ne, hier könnte man jetzt auch noch mal Herzchen oder irgendwas drauf stempeln können. Ich fliege auf dich. Ne. So, jetzt lassen wir das so. Sonst brauchen wir eine Stunde, bis ich mich entschieden habe. Deswegen. Bleib wie du bist, finde ich ganz gut. Bist du zauberhaft? Bist du zauberhaft, hat man gesagt. Deswegen ist es bei mir in meinen Videos so, dass ich das gut vorbereitet habe normalerweise. Und dass ich dann genau weiß, wo kommt was hin, wie hätte ich das gerne gestempelt. Manchmal mache ich zwei, drei Muster und das beste Muster, was mir gefällt, geht dann ins Video. Panda lösen. So. Und wie gesagt, Vellum ist eine schöne Spielerei. Gibt's, kann man wie gesagt ganz viel mitmachen. Habe ich euch während des Videos ja schon aufgezählt. Und dann kann man auch jetzt auch hier noch Pailletten draufbringen. Vielleicht mache ich das noch. Das ist jetzt nur einmal, dass ihr gesehen habt, wie man kann man Vellum noch ausbringen. Ne, so als Fenster aufkleben, um schicker zu machen oder das einfach so zu hinterlegen. Mit Stanzschablonen das vorwegzunehmen oder eben halt als Deko-Element. Okay. Dann gab es noch das Thema, wie mache ich das mit den filigranen Stanzteilen. Ich kann meine Big Shot hier leider nicht unterstellen, weil ich hier so ein Gestell habe für die Kamera. Deswegen versuche ich euch das so mal zu erklären. Und zwar habe ich dafür mal dieses hier gekauft. Das ist doppelseitiges Klebeband, flächig. Das ist so groß und da klebe ich dann auf der einen Seite Cardstock drauf. Und dann drucke ich das aus, stanze ich das aus. Zum Beispiel wie dieses hier, Carpe Diem. Das habe ich zweimal falsch gemacht, das darf man gar nicht erzählen. Aber ich habe, was das angeht, eine leichte Schwäche. Das ist auch so, wenn ich in einem Haus reinkomme und soll dann oben erklären, und das Zimmer links oder rechts ist jetzt, was ist da unter? Und da muss ich die Treppe wieder runtergehen. Das ist bei mir super kompliziert. Wurde mir vererbt. Und so ist es dann auch, wenn ich die Stanzteile halt, oder das falsch rum raufgelegt habe. Ich hätte das nach oben legen müssen mit dem Papier und die Klebefläche nach unten, weiß ich jetzt mittlerweile. Aber ich habe dafür tatsächlich das dritte Mal dann erst geklappt und jetzt ist es spiegelverkehrt, weil ich habe schwarzen Cardstock drauf gemacht, habe mir Carpe Diem die Stanze rausgesucht, durchgekurbelt durch die Big Shot und wollte das dann jetzt schön aufkleben. Aber ich habe es, wie gesagt, spiegelverkehrt gemacht und das sollte nach oben sein, richtig geschrieben. Und hier dieses hier ist dann diese Schutzschicht, was man dann einfach nur abziehen braucht. Ja. Kann ich ja jetzt eh nicht mehr verwenden. Ich sage, meine Nägel muss ich unbedingt kürzen. Ich habe sie selten so lang. Normalerweise ist das echt schnell gemacht. Aber kaum ist die Kamera an, dauert das wieder so. Hier seht ihr das und dann kann man das wirklich in einem Ratz runterziehen. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich habe hier bestimmt irgendwo weißen Cardstock. Es klebt extrem am Daumen jetzt hier schon. Also da muss man dann auch immer gucken, wenn man so ganz filigrane Sachen hat, wo will ich es hinkleben, sollte man sich vorher überlegen. Sekunde. Hier geht er nochmal. So, hier habe ich so ein Reststück. So, jetzt ist die Schutzschicht ab. Stellt euch vor, es wäre jetzt richtig rum. Und dann kann man das sich hier so raufkleben. So, und dann hat man das schon fertig. Und die andere Variante, die ich verwende, weil ich damit ja wie gesagt so eine Schwäche habe mit dem Spiegelverkehrten, dass ich den Tombow dann normalerweise nehme und dann wirklich nur mit einer Pinzette, die habe ich dann hier auch,
Dann hier zum Beispiel das so anhebe und dann mit dem Tombow ganz wenig Kleber drauf gebe. Und das funktioniert halt auch. Das sind die zwei Varianten, die ich nutze. Ja, wenn es eine Blume oder irgendwas ist, was man wirklich nicht falsch machen kann, dann Schrift ist immer so eine Sache bei mir. Ja, was soll's. Aber vom Prinzip habt ihr es ja verstanden, ne? Ja, genau. Und dann hat man richtig filigrane Sachen gut drauf. Das ist schon schön. Das, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch noch von anderen Marken. Und da von die Sheets und im Bastelshops, egal wo jetzt, findet ihr sowas auch. Ne? Bei den gängigen. Ja. So Leute, jetzt haben wir aber eine halbe Stunde verquasselt. Ich hoffe, diejenige, die sich das gewünscht hat, musste jetzt lange warten. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen kleinen Einblick in den Vellum-Bereich geben und wie ich diese zwei Varianten, die ich nutze, um filigrane Sachen aufzukleben. Und er würde sagen, habt noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss, ihr Lieben.